Und wir kommen zur technischen Analyse. Heute Morgen mit Rüdiger Maas von ElliottWaver.de. Herr Maas, der DAX ist momentan richtig gut unterwegs. Da hatten wir die Woche dreimal Allzeithoch. Die ersten Spaßbremsen, die scheinen sich schon wieder abzuzeichnen hier. Die sagen ein Ende der Aufwärtsbewegung. Was sagen denn die Elliott-Wellen? Also die Elliott-Wellen, die haben gesagt, dass es bei 8.570 Schluss sein sollte. Und das ist nicht geschehen. Wir haben dieses Hoch überschritten. Da hat sicherlich die FED ein bisschen was damit zu tun. Aber von der rein technischen Seite muss ich jetzt also vorsichtig im Schritt gehen. Das heißt also, ich habe ein Signal, das sagt mir eigentlich Abwärtstrend. Das Signal ist also technisch einwandfrei. Dann habe ich nochmal geprüft, es gibt da keine Fehler, die ich da gemacht habe oder etwas übersehen habe. Aber trotzdem hat sich ein Hoch gebildet. Das heißt also, wir stecken jetzt in der fünften Welle. Die ist schon ziemlich stark ausgedehnt, also Ziele bis 8.817 haben wir dann und dann wird wahrscheinlich ein Rücklauf gehen in den Bereich von 8.508. Aber für den Überblick und für das größere Bild, da bleibe ich im Moment ein bisschen bedeckt. Da werde ich mich also in der nächsten Woche intensiv mit beschäftigen, um rauszufinden, was das zu bedeuten hat, dass dieses Hoch überschritten wurde. Die Lösung gibt es bestimmt. Das heißt also, momentan sieht es so aus, als ob Ben Bernanke, der scheidende FED-Chef, hier versucht, die Elliott-Wellen ein bisschen auszuhebeln. Wie sieht es denn beim Dow Jones aus? Ja, beim Dow Jones ist es ähnlich. Da habe ich eigentlich eine gute Performance gehabt. Ich habe das Hoch bei 15.655 ziemlich genau gefunden, das Tief bei 14.67 auch. Ich hatte einen Rücklauf erwartet bis 15.479, das hat auch geklappt. Aber das Hoch, das habe ich nicht erwartet. Und wahrscheinlich sieht Herr Bernanke DAF und hat seine Schlüsse daraus gezogen. Aber es sieht wohl so aus, dass auch diese Zählung, wenn wir da im technischen Bereich bleiben, geändert werden muss. Also es kann sein, dass sich hier ein Abschlussmuster bildet. Auch da bin ich ganz vorsichtig, 15.479, diesen Rücklauf, das ist das, was ich im Moment erwarten kann und übersehen kann. Und ich werde mich auch da nächste Woche intensiv mit beschäftigen, damit ich die Lösung für diese sonderbare Zählweise, dieses sonderbare Muster finde. Wie sieht es denn bei Einzelwerten aus? Bei Thyssen zum Beispiel, ThyssenKrupp, ist es da ein bisschen weniger sonderbar? Ja, das ist im Bild geblieben. Also da hatten wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Da habe ich also die Zählweise nicht abändern müssen. Wir liegen da im Trend. Und das heißt also, dass ich habe eine Seitwärtsbewegung erwartet. Dieses Muster, das bleibt bestehen, wenn das Hoch bei 18,80 hält. Und ich denke, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Wir werden wohl die 18 erreichen. Und dann sehe ich, dass da also so ein Seitwärtskanal weiter besteht, der also sich im Schluss nachher nach unten entladen wird. Aber auch nur mit einer letzten Bewegung nach unten, die neues Tief macht. Und dann gibt es wieder sonnige Zeiten für Thyssen. Da wird man sich dann auch freuen, weil die Anleger bei Thyssen, die sind ja durchaus leitgeprüft und leiterprobt. Gildemeister, deutscher, ja klassischer deutscher Maschinenbau, wie ist da die Situation? Also die Analyse liegt auch im Rennen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich hatte also da ein Hoch erwartet, das zeigt dieser grüne Strich an, den habe ich nicht geändert. Auch da sehe ich Kursziele bis 2066, die Situation ist besonders. Weil da gibt es eine besondere Regel, wenn die letzten Wellen stark ausgedehnt sind. Es kann also neues Hoch ist zu erwarten. Aber auch hier müssen wir ganz vorsichtig werden. Wenn dieses Hoch sich entwickelt hat, dann kann es zu Kursrückgängen finden. Dafür brauchen wir aber noch den zweiten Nagel im Brett, aber man kann schon mal ein bisschen vorsichtig sein und sagen, also schön, dass es neues Hoch gegeben hat, jetzt können wir ein bisschen vorsichtiger sein. Könnte es also wenn da jetzt noch bestimmte Signale dazukommen, kann man sagen, es geht wieder ein bisschen runter. Aber bis dahin ist alles im Lot.
Wie sieht es beim Gold aus? Ist da auch alles im Lot? Wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Da müsste ja im Prinzip so viele Nägel in dem Brett sein, dass es schon fast ein Nagelbrett ist. Ja, das ist ein Nagelbrett. Und zwar haben wir da eine Abwärtsbewegung gehabt, da haben wir häufiger drüber gesprochen. Das Ziel bei 11,79 wurde erreicht. In diesem Bereich hatte ich auch das Tief gesehen. Die erste Aufwärtsbewegung hat auch geklappt. Auch das Hoch in diesem Bereich hatte ich das erwartet. Den Rücklauf, den wir gesehen haben, der war auch genau exakt nach den AJ-Wellen. Und jetzt gibt es schon eine leichte Zwischenerholung wieder. Grundsätzlich glaube ich, dass das Szenario bestehen bleibt, dass wir nach Ende dieser zwei, die wir da sehen, steigende Kurse bekommen. Es kann aber sein, dass wir hier noch in eine Seitwärtsbewegung geraten, die sich noch ein bisschen ausdehnt. Grundsätzlich ist dieses Szenario aber noch erfolgreich und wir können grundsätzlich sagen, also wenn das Tief unten hält bei 11,79, das Zwischenziel bei 12,76 erreicht wird, können wir damit rechnen, dass wir in steigenden Trendmarkt beim Gold geraten. Rüdiger Maas von elliottwaver.de stellt fest, Ben Bernanke macht hier einen kleinen Strich durch die Rechnung. Die Elliott-Wellen, die werden so ein bisschen Freak-Waves momentan. Muss man so warten, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf nächsten Freitag, Herr Maas, wenn wir dann wieder sprechen. Dankeschön, Herr Groß.